So, wir haben Freitag, den 17. Nennt man das Karfreitag? Den Freitag nach Fettdonnerstag? Im April ist das. Auf jeden Fall, gestern war Fettdonnerstag. Heute ist der Freitag darauf. Die Kleine hat frei. Wow, wie schön, Baba. Kann ich mal gucken? Wow. Wunderschön sieht es aus, Baba. Heute ist mein Onkel zu Besuch da. Massi ist hier. Oh, hier ist das Geschenk für meinen Onkel Muji, der, wie man unschwer erkennen kann, 60 wird. So sieht das jetzt aus. So, Vorspeise ist da. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Das Essen wird gerade vorbereitet für die Familie. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Nach vorne wird gerade gegrillt. Mein Essen ist da. Kuchen sind auch da. Heute hatten wir wieder einen schönen Vater-Tochter-Tag, wie in letzter Zeit so oft. Jetzt erstmal Abendbrot vorbereiten, dann ab ins Bett, oder? War heute toll mit mir? Ja. Bruder, was hast du gemacht? Kann ich auf Papa, kann ich das Zeug alles öffnen? Kannst du alles öffnen? Gott, weißt du, für was das ist? Alia hat gesagt, nachträglich für Weihnachten, für deinen Geburtstag, für alles. Es ist jetzt Montag, Rosenmontag. Natürlich muss gut gefrühstückt werden. Jetzt gibt es lecker Kebab. Jetzt erstmal schön abends einen Film gucken mit einem riesen Teller Obst hier bei mir. Black Adam gönnen. So, heute testen wir mal was Neues. Nebbi und meine Mutter haben mich auf den Geschmack gebracht. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendein Sandwich. Das ist ein Steak Sandwich. Steak Sandwich. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Wir sind eingeladen auf der Hochzeit von meinem Bruder Omid im Eventpalast in Hürth, Köln. Wir gehen gerade Richtung Eingang. Man sieht schon, er hat gefühlt ganz Köln eingeladen. So, Nebbi und die anderen haben sich da versteckt. In der Ecke, weil hier überall nur Männer sind. Guck mal, Leute, wer da ist. Der Abend wird direkt versüßt. Ehrenmann, Bus geht raus an der Stelle. Ich hab hier meinen Schutz, Leute. Mir kann hier nichts passieren. Freunde, man hat echt eine sehr, sehr geile Auswahl an Essen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen genommen. Ich kenne die meisten Sachen gar nicht. Ich muss probieren. Ja, wir müssen probieren. Ich filme euch gleich auch nochmal das ganze Buffet. Ich muss euch sagen, afghanisches Essen ist sehr, sehr lecker bis jetzt. Es war sehr scharf. Meine Lippen brennen, meine Zunge, aber unglaublich gewürzt und lecker. Freunde, jetzt ist Nachtischzeit. Ich habe mir natürlich wie immer Honigmelone genommen. Und, ist das eine Pflaume oder keine? Oder wie nennt man das? Pflaume. Ehrenmann. So, die Leute haben alle gegessen, alle sind fertig, aber ich will euch zeigen, was es zu essen gab, weil ich es vorher nicht geschafft habe, weil es so voll war. Seht ihr einfach die krasse verschiedene Auswahl an Essen, die es hier gab und immer noch gibt. Also, da hinten auch nochmal. Und hier seht ihr, dass die Leute gut gegessen haben. Es gab einfach alles und da gab es dann noch frisches Fleisch. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Heute testen wir mal was anderes bei Mustafa AB. Wir haben uns so Zigarellos geholt. Die auch noch mit so einer Spezialsoße. Auch noch eine andere, das ist Tzatziki, ne?
Weiß das ist so eine Spezialsoße. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. So, Freunde, jetzt muss ich erstmal was gegönnt werden. Wer kann identifizieren, was das ist? So, Freunde, heute gibt es Couscous aller ganz familiärer Art. Und ich muss euch sagen, ob nun Geschmackssache oder nicht, ich liebe es. Oh, ich Leute, gebe. Schaut euch das mal an. Schauen wir mal. Schief gegangen oder? Das letzte ist ja noch. Oh. Ist sehr, sehr gut geworden. Auch gut geworden. Nicht so gut wie das andere, aber gut. Alia kämpft einfach gegen meinen Vater und seinen jüngsten Bruder. Das ist so mein Bruder. Das ist so mein Bruder. Aua. Lecker Tee, lecker Nachtisch. Coole Klasse, sogar mit Fernseher. Clever Tasche, was ist das? Früher hatten wir Tafeln. Das ist eine Tafel? Alter, wir haben früher echte Tafeln gehabt. Kennst du das noch? So grüne Dinger, wo man dann mit Kreide... Mazdak, hol Kreide. Ja, Maniac. Holt selber Kreide. Ja, Schmann. Ist doch krank, Junge, was für eine Zeit wir uns auf einmal befinden. Herr Tabay, erklären Sie uns bitte die Relativitätstheorie. Oh, nee, kein Bock. Okay, ich schreibe jetzt als allererstes eine Formel auf. So. I plus Sack plus Haare gleich kein Bock. Jawohl, Leute. Genau so muss das aussehen. Das muss immer sich auf der Tafel befinden. Alia wollte unbedingt mal sehen, wie sie als Superheldin aussieht. Habe ich sie mal als Anime-Superheldin gezeichnet. Wir haben keinen Salat mehr im Sortiment, aber extra für uns haben die jetzt wieder wie früher Salat reingeballert. Absolute Ehre hier. So, Freunde, das Essen ist da. Es sieht einfach sehr, sehr lecker aus. Sehr, sehr, sehr lecker. Was habt ihr mit mir gemacht? Was ist das denn für ein Regenbogen? Fahren wir mal und gucken, wo der landet. Also, wo sein Anfang ist. Yalla. Weiter geht's. Ah, da ist der Anfang. Da unten am See ist der Anfang. Ja, Maniac. Seht ihr aus dem See heraus? Und die sagen immer, Regenbogen wäre ein Kreis. Da war der Anfang und da ist das Ende. So, wir nähern uns dem Ganzen. Auf einmal ist der jetzt hinter dem Berg. Was ist das denn, ja? Der verschiebt sich auch die ganze Zeit, der Maniac. So, es gibt wieder lecker Essen. Auf ganz entspannten Hasen. Ich freue mich drauf. Freunde, ich muss euch einfach sagen, himmlische Nachtisch, wirklich. Wir sind gefühlt so oft hier. Man kennt hier jeden Mitarbeiter mittlerweile. So, ich bin einfach wie immer der Erste, der sich jetzt Essen holen geht, beziehungsweise es vorbereiten lässt. Diesmal gönne ich mir Hai und Tintenfisch als Erstes. So, ich fange locker an. Während mein richtiges Gericht gerade zubereitet wird, bereite ich meinen Magen schon mal vor. Das ist die zweite Ladung, die ich mir geholt habe. Diesmal was Kulinarisches. Dritte Runde auf ganz entspannten Hasen. Natürlich muss der Durst auch gestillt werden. Natürlich darf das nicht fehlen zwischendurch. Bisschen was Gesundes, paar Vitamine etc. und bisschen was Ungesundes. Zum Runterspülen dann lecker Kakao. Und es geht weiter, Freunde. Einmal cheaten muss immer sein. Kakao wartet auch schon auf mich. Wenn ich schon übertreibe, dann richtig. Einmal nur Kakao-Creme und einmal nur Kakao pur mit Sahne. Was eine Ehre. Wir wurden direkt reingelassen. Der Bruder Said hat uns hier schon empfangen. Kuss geht raus an der Stelle. Direkt die Bändchen am Start. Ehre. So, Freunde, wir hatten einen sehr durchwachsenen Abend mit meinem Cousin Milad, meiner Schwester, ihrem Mann. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, wir haben nach 4 Uhr, wird es langsam Zeit, nach Hause zu fahren. Yalla. Es gibt Schöneres, als auf einem Sonntag hin sich Essen bei Mustafa Abi zu bestellen und sich das dann zu gönnen. Schaut mal, was Alia und ich hier gezaubert haben. Schon das zweite Pferd. Hier wachsen schon die ersten Kristalle am Baum. Dreh mal um. Richtig toll ist das. Da sieht man das. Seht ihr die ersten Kristalle? Boah, wie schön. Das geht auch noch voll schnell. Ich glaube, das wächst jetzt auch höher. Guck mal, die Kristalle kriegen sogar die Farbe von deinem Filzstift. Deswegen habe ich gesagt, mal die an. Du kannst jede Farbe nehmen, du willst. Und hier wird das dann diese Farbe sein. Das nächste können wir blau machen, okay? Krass, wie schön das geworden ist. Sieht einfach fast aus wie ein echter Baum. Wächst und wächst. Der zweite auch schon. Sogar hier schon der dritte. Der vierte wartet noch darauf. Wow, jetzt noch ein paar Stunden. Können die sich auf jeden Fall sehen lassen.